Es ist Freitagabend, 19 Uhr, das heißt wieder Kellerstunde live aus dem Bremer Ratskeller. Ihr seht, für die, die jetzt schon dazugeschaltet haben, heute ist ein bisschen was anderes. Ich stehe hier heute nicht alleine, sondern hinter mir ist ein Teil der Community, worüber ich sehr glücklich bin. Zum allerersten Mal ist es so, dass wir im Rahmen des Ratskellerfestes es so gemacht haben, dass man ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, sehen kann, mit was für kleinen Mitteln wir hier eigentlich arbeiten und wie viel Freude wir trotzdem dabei haben. Ja, heute die Kellerstunde Folge 19. Wir haben wieder drei Weine ausgesucht. Ich hoffe, ihr habt sie alle kaltgestellt, sodass wir es probieren können. Wie immer warte ich am Anfang einen ganz kleinen Moment, bis der ein oder andere dazugekommen ist. Wichtig ist, dass ihr diesen Wein gleich schon mal bereit habt. Bei mir, wie immer, ist er schon geöffnet. Der bereit ist, das wird nämlich der erste Wein sein. Und dann werde ich zu Julia schalten und den mit euch verkosten. Also, wie gesagt, da hinten ein Teil der Community. Also, herzlich willkommen im Ratskeller. Die haben schon ein Gläschen Wein bekommen, weil wir mussten ein bisschen Zeit überbrücken. Und ihr wisst, wie es bei uns ist. Wenn man wartet, trinkt man Wein. Dementsprechend sind wir auch ja gerne hier. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob die Julia schon da ist. Und gucke, ob beim Ratskellerfest dementsprechend gut ist, sodass sie auf der Bühne stehen kann. Ich hoffe, dass auch die Leute, die hier sind, dann gleich ein bisschen was hören können. Wie gesagt, wir mussten ein bisschen improvisieren, was den Ton betrifft. Aber im Endeffekt sollte das so funktionieren. Julia, grüß dich! Hallo Jan, ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ja, kann ich. Ich habe noch nicht das Bild hier unten für alle, die was sehen sollten, aber ansonsten kann ich dich gut hören. Ich kann dich auch gut sehen, alle anderen können dich noch nicht so gut sehen, aber okay. Da arbeite ich gerade dran. Ich muss mal kurz weg. Ich hoffe, es regnet Hallo draußen Hallo Community! Genau, Julia, wie ist das Wetter draußen beim Ratskellerfest? Also ich habe ja vorhin, als wir den Soundcheck gemacht haben, stand ich ja hier im Regen und habe gesagt, um 19 Uhr hätte ich gerne Sonnenschein und es hat fast geklappt. Also ich sehe so ein bisschen die Sonne durchkommen und es ist trocken. Das sieht auch gut aus. Ich hoffe, das füllt sich dann auch gleich beim Ratskellerfest, sodass wenn die Community hier unten durch ist, oben noch auch in voller Menge Weinkredenz bekommt. Ja? Davon gehe ich aus. Also in den Zelten ist es auch schon voll. Gucken, haben halt eben alle geschaut, dass sie ein trockenes Plätzchen finden. Also, hinter mir tobt das Ratskellerfest oder es fängt an zu toben und wir dachten uns, das ist doch einfach mal eine Möglichkeit und wir machen mal was anderes an Kellerstunde. Nichts ist wie immer. Nichts ist wie immer, das stimmt. Deswegen waren wir auch heute etwas aufgeregter. Es ist so, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir das machen, auf jeden Fall noch an dem Ton für hier arbeiten müssen. Aber für euch schon mal im Vorfeld, an den nächsten Stationen hört ihr es ja dann live und direkt, sodass es dann auch etwas schöner ist, weil mich live und direkt zu hören ist zwar vielleicht ganz nett, aber es geht ja um den Wein und das kriegt ihr dann dort vorgestellt. Julia, ich glaube, wir haben ja an dieser Kellerstunde dadurch, dass wir auch einige Menschen hier unten haben, auch etwas weniger Pakete als sonst. Also wir haben jetzt nicht die große 100er-Menge geknackt, sodass wir dementsprechend, glaube ich, jetzt anfangen können, auch wirklich mit der Kellerstunde und ja, auch den einen oder anderen Wein oder den Wein schon mal probieren können. Ja? Das ist eine gute Idee. Ich hatte ja schon mal verraten, ihr braucht diesen Wein hier, ne? Richtig? Diesen Wein? Wieso ist denn deiner so viel leerer als meiner? Die haben wir hier in der Flasche hingestellt. Ja, genau. Aber Julia, ich würde sagen, ich lasse dir mal ausnahmsweise erstmal das Wort zu dem Wein und werde gleich wie immer die Fragen stellen. Guck in der Zeit, was hier passiert ist und werde wie immer wahrscheinlich an dieser Stelle Lisa Delfin fast grüßen müssen. Ja, war abzusehen. aber Julia, fang du erstmal mit dem Wein an. Genau. Also als wir uns überlegt haben, wir machen die Kellerstunde vom Ratskellerfest und eben auch hier draußen, haben wir gesagt, okay, wir machen eine sommerliche Weinrunde und machen gar nicht so sehr Rotwein, sondern beschränken uns auf Rosé und Weißwein. Und bei diesem Rosé, ich bin großer Fan davon, es ist genau mein Weinstil. Es ist nämlich so ein frischer, knackiger, moderner Weinstil. Wir haben hier aus Ingelheim in Rheinhessen einen Spätburgunder-Rosé, also reiner Spätburgunder. Und der hat richtig schön wenig Alkohol, was an so einem warmen Sommertag wie heute toll ist. Der hat nur 11,5 Volumenprozent. Und ich muss mir was ins Glas gießen. Das ist sinnig, das habe ich auch schon getan, Julia. Ich finde, das Tolle bei diesem Rosé ist wirklich die Nase. Also wenn man reinriecht, das ist... Zum einen hat man wirklich so klassisch Spätburgunder eben auch so Beerennoten. Aber was vor allem hier noch schön durchkommt, ist so ein bisschen
was Pikantes. Wir haben Johannisbeere. Wir haben so ein bisschen was von Rhabarber. Wir haben Cranberry. Also eben eigentlich so die Früchte, die dann so ein bisschen pikant fruchtig sind und nicht einfach nur süßfruchtig. Und das mag ich ja persönlich unheimlich gerne. Wir haben eine schöne, knackige, frische Säure, so ganz leicht Kohlensäure. Also, wie ich finde, ist der perfekt für so einen schönen Sommertag, wie wir ihn, oder einen schönen Sommerabend, wie wir ihn hier heute Abend wahrscheinlich auch noch haben werden. Julia, Rosé hast du gerade gesagt. Rosé heißt das, ich habe einen Weißwein und einen Rotwein, habe das zusammengekippt und daraus wird dann irgendwie ein Rosé? Oder was ist denn ein Rosé? Also, es gibt ganz viele verschiedene Arten, ein Rosé herzustellen. Ich erkläre jetzt mal die gängigste. Man nimmt die rote Spätburgundertraube und die wird dann quasi abgepresst. Also, sprich, man nimmt die rote Traube, presst sie aus, lässt so ein bisschen das Ganze matschen, damit ein Hauch Farbe noch aus der Schale gelöst wird. Und so bekommt man dann eben diese schöne Rosé-Farbe. Es gibt allerdings auch, was du eben sagtest, dass man Rotwein und Weißwein mischt. Gibt es auch. Das nennt man dann zum Beispiel Rotling oder Schillerwein. Da haben wir dann eben ein Cuvée von Rot und Weißwein. Hier in diesem Fall haben wir rein Spätburgunder und eben tatsächlich so richtig schön, ja, sommerlich, spritzig, frisch und eben auch so eine schöne Leichtigkeit. Das klingt ganz, ganz fantastisch. Wundert euch bitte nicht da an den Bildschirm zu Hause, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen öfter hochgucke als sonst. Das liegt daran, wir haben heute einen Bildschirm über mir. Ist etwas befremdlich, sodass die Community hinter mir auch ein bisschen was mitbekommt, auch ein bisschen was sehen kann. Darüber sollte eigentlich auch der Ton laufen. Wie gesagt, hat nicht ganz geklappt. Nächstes Mal wird das ein bisschen besser. Glaube, es ist so, aber auch größtenteils okay. Ansonsten ja, haben wir hier ganz viel Wein, sodass das ein bisschen überbrückt. Genau, deswegen schaue ich nach oben und guck zu den Kommentaren. Da wird grüßt auch Claudia aus Augsburg wieder, die gesagt hat, hier läuft ein richtiger Schauer über den Rücken, wenn sie hier die ganzen Leute sieht. Es gibt ein paar Grüße. Und auch für alle, die hier zu Hause an den Bildschirmen sind, wie immer, stellt ruhig Fragen über den Chat, über die Comments unten. Macht es ruhig so, dass ihr auch Leute grüßt. Wir versuchen auf alles einzugehen. Ja, hier unten sind einige von den Leuten, die in den letzten Kellerstunden, viel kommentiert haben. Vielleicht ist es dann heute etwas ruhiger dort oben, aber dann können wir ja auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einmal die Frage dann in die Runde stellen. Aber das kann ich mal machen. Schmeckt euch der Wein hier größtenteils? Ja. Also es gibt noch nichts in der Richtung, das nicht schmeckt, aber das kannst du auch gleich mit denen selber ausdiskutieren. Ich bin hier nur der Kommentator. Ja, also, aber Jan, sag mal, kurze Frage, haben denn sich alle brav daran gehalten und ein Namensschild mit ihren Insta-Namen auf ihre Kleidung geklebt? Ja, also es ist tatsächlich, sind viele Insta-Namen hier, viele auf den Schildern oder auf der Brust, auf der am Hals, wo auch immer, habe ich gesehen. Ich kann sie natürlich von hier nicht alle lesen. Müsst ihr nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn sie bei euch sind, vielleicht ein bisschen näher stehen als bei mir. Und aber es sind überall Insta-Namen drauf, sodass wir dann auch den einen oder anderen jetzt mal erkennen können oder auch vielleicht dann gleich im Anschluss. Ja, das ist hervorragend. Das Weingut Neuss übrigens, von dem dieser Spätburgunder kommt, ist ein absolutes Spätburgunder-Weingut in Ingelheim, Rheinhessen. Das ist wirklich ja, ein Spätburgunder-Weingut. Die machen also wirklich auch viele richtig hochwertige Spätburgunder auf einem tollen Niveau. Und ich finde es umso schöner, wenn dann eben so ein Weingut es auch eben schafft, so einen zugänglichen, unkomplizierten Rosé auch gleichzeitig zu machen. Beim Rosé, muss ich da die Spätburgunder-Rebsorte nehmen, weil du sie jetzt immer genannt hast? Oder ist es auch mit allen anderen Rebsorten möglich und müssen sie rot sein oder dürfen sie auch weiß sein? Okay, also eins nach dem anderen. Also nein, Rosé muss nicht immer Spätburgunder sein. Du erinnerst dich vielleicht auch an unseren Dornfelder Rosé. Damit geht das ja auch wunderbar. Der ist dann meist ein bisschen dunkler von der Farbe. Du kannst ein Cabernet Sauvignon Rosé machen, wenn dir danach ist. Du kannst ein Portugieser Rosé machen, Portugieser Weißherbst. Also da bist du komplett frei. Aus einem Weißwein ein Rosé machen wird ein bisschen schwierig. Du schaffst sowas Ähnliches, wenn du einen Grauburgunder nimmst, der ja so ein bisschen dunklere, also so ganz leicht rötliche Schale hat. Und damit kannst du dann einen Weißwein machen mit ein bisschen Farbe. Aber ansonsten einen echten Rosé kannst du nur aus Rotwein machen.
Das habe ich verstanden, das habe sogar ich verstanden. Julia, gerade eben hat Corinna Ho FL geschrieben, dass er sehr lecker ist, ganz anders als diese diversen Rotweine, die man sie aus Südfrankreich verkostet hat oder sonstiges. Kannst du dem zustimmen? Woran liegt das? Liegt das an unseren Breitengraden? Ist es einfach die Finesse unserer Winzer? Warum ist er so viel angenehmer? Naja, also ganz anders. Also ich meine, klimatisch kann man Südfrankreich nicht vergleichen mit Rheinhessen. Das ist nun mal so, auch wenn Rheinhessen durchaus auch Regionen hat, die ja, viel Sonne abbekommen, fast mediterranes Klima haben. Aber generell ist das schon auch nochmal eine andere Stilistik. Wir haben hier zum Beispiel deutlich weniger diese würzigen Noten, sondern wirklich viel mehr ja, so dieses knackig-fruchtige. Und das ist eben ja diese Finesse, die du gerade sagtest, eine schöne Säure. Das ist eben schon typisch, würde ich jetzt mal sagen, eher für die deutschen Weine. Und das findet man dann vielleicht in Südfrankreich nicht so. Julia, ich habe gerade in den Comments gesehen, dass Silke 1899 Bremen sagt, zum Flammkuchen, den wir gerade essen, schmeckt er auch besonders gut. Ja. Wäre das auch so die Empfehlung für von deiner Seite? Ja, total. Das ist so alles, was unkompliziert auch also zu essen ist. Dazu passt der Rosé. Man kann ihn auch irgendwie so trinken. Man kann ein bisschen Baguette. Aber Flammkuchen, perfekt. Ja, ja hier, ich glaub, diese Frage muss ich Ihnen weitergeben. Rick Roth fragt Torben, was sagst du zu dem Wein? Ich glaube, wenn ich das Namensschild von Rick gesehen habe, ist das hier vorne Torben. Torben, was sagst du zu dem Wein? Top, schmeckt mir. Ich übersetze kurz, top schmeckt ihm, ist sehr angenehm, geht gut runter, bleibt drin. Ja? Perfekt. Jan, ich habe eben noch die Frage gelesen, wie lange denn das Ratskellerfest noch geht. Ja. Da würde ich dann vielleicht auch noch ganz kurz drauf eingehen. Also das Ratskellerfest kommt sonst heute Abend auch noch rum. Also Jan, Markus und ich, wir werden auch noch hier nachher ein bisschen stehen. Ansonsten habt ihr auch morgen nochmal die Chance, 11 bis 23 Uhr. Und ihr habt Sonntag nochmal die Chance, von 11 bis um, ich glaube, 18 Uhr hier zum Ratskellerfest zu kommen. Es gibt Kellerführungen, Sonderkellerführungen, es gibt ein bisschen Bühnenprogramm. Und ansonsten gibt es unterschiedliche Stände, wo ihr wundervolle Weine probieren könnt. Julia, bevor wir jetzt noch aufs Ratskellerfest eingehen, mache ich vielleicht auch gleich nochmal auf ein, zwei Programmpunkte, wenn wir zu Markus rüberschalten und die Community rüberläuft, dann können wir ja noch vorher nicht anfangen zu trinken. Rheinhessen, hattest du gesagt, ist das Anbaugebiet. Ist Rheinhessen nördliches, südliches? Wo liegt Rheinhessen und ist es eher größer oder kleiner? Rheinhessen ist das größte Anbaugebiet. Ja, wahnsinnig viel Fläche. Es ist eins von den Anbaugebieten, wo wir tatsächlich auch, ja, wir haben auch Steillagen, aber im Gegensatz zu der Mosel, wo wir fast ausschließlich Steillagen haben, haben wir hier eben auch ganz viel Flächen. Das heißt, dort ist teilweise auch eine Bewirtschaftung mit Maschinen möglich. Ansonsten Rheinhessen, wenn du Mainz, sagt ja vielen was, ne? Tschüss. So, nimm mal Mainz so als Ausgangspunkt für Rheinhessen und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Anhaltspunkt. Julia, ich muss hier mich um die Gäste kümmern, die sehe ich nicht so. Josh, das war übrigens Josh, der hat gerade geschrieben, dass die Community leere Gläser hat. Dementsprechend müssen sie an die nächste Station, damit sie auch wieder gefüllt werden. Wir sehen uns gleich noch draußen, Freunde. Julia, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Ruhe. Jetzt bin ich, glaube ich, auch nicht mehr so aufgeregt, wenn Leute hinter mir sind. Ich glaube, ich nehme auch mir jetzt gleich mal meine Kopfhörer und setze die ein, wenn ich zu Markus rüberschalte, weil ich bin völlig überfordert heute. Alles ist anders und du weißt, ich habe ja leicht autistische Züge bei so etwas. Ja. Ich muss das ja alles so haben wie immer. Okay. Verzeihung, kommt vielleicht auch noch mal vor. Andreas, wie hat gefragt, Abke, was gibt es bei euch zu essen? Das betrifft uns, glaube ich, nicht. Sie sagt heute noch kleine Snacks. Rheinhessen ist super, weg vom braune Flaschen-Image, wird geschrieben von Florina171. Das braune Flaschen-Image, Julia, was heißt das? Was wird damit angesprochen? Naja, es gab ja so eine Zeit, wo eben tatsächlich immer ganz klar war, die Moselweine kommen in die Flasche und Rheingau in die Flasche und Rheinhessen in der Flasche. Und also Rheinhessen war schon auch eine Zeit lang so ein bisschen ein Anbaugebiet, wo ganz viel auf Masse produziert wurde. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, große Flächen, die da haben, man kann, wenn man möchte, da auch mit Vollernter durchbrettern. Ne, und macht sich das leicht, sowohl mit der ganzen Arbeit im Weinberg, aber eben auch hinterher bei der Lese.
Und Rheinhessen hat aber wunderbar die Kurve bekommen, wie ich finde. Also die haben es geschafft, dass sie viel auf Qualität setzen. Und bloß weil man mit einem Vollernter durchgehen könnte, heißt es ja nicht, dass man mit einem Vollernter durchgehen muss. Man kann ja auch trotzdem eine Handlese machen. Und natürlich machen die Winzer in Rheinhessen auch in ihren guten Lagen eine Handlese. Alles andere macht keinen Sinn. Und ich finde, da ist Rheinhessen auf einem super Weg, dass die eben natürlich auch große Mengen liefern können. Also ich meine, das brauchen wir ja auch. Also jeder möchte auch mal irgendwie, ne? Also es gibt auch die günstigen Weine, da ist natürlich Rheinhessen ein Lieferant für. Aber es gibt eben auch ganz große, ganz tolle Betriebe, wie jetzt hier eben auch dieses Weingut Neuss, die ja auch Mitglied im VDP sind, dem Verband der Prädikatsweingüter. Also wir haben große Spitzen auch in Rheinhessen, auch viele kleine Winzerbetriebe, die tolle Arbeit leisten, die ja wundervolle Weine machen und eben nicht wieder, also nicht nur die, die Massenproduktion. Also von daher, das ist, denke ich mal, gemeint mit diesem Weg vom braune Flaschen-Image. Dann würde ich sagen, ein Hoch auf Rheinhessen. Julia, ich würde noch zwei Sachen eben mit aufnehmen. Einmal die Frage, sind die Leute aus Kigali heute auch wieder dabei? Wenn ich richtig informiert bin, hast du da einen ganz guten Rat? Ich weiß es nicht. Sind sie also ich habe noch nichts gehört. Es könnte sein, dass sie zumindest nicht mit Wein dabei sind. Vielleicht schaut Kigali ja dieses Mal aber trocken zu. Okay, und dann Grüße aus NRW nach Bremen, sagt Fra Finn. Das heißt jetzt Grüße zurück. Charakterfoto fragt noch, und das ist die letzte Frage an dich, Julia, bevor ich zu Markus gehe, weil, wie gesagt, die Leute auch zu Hause wollen die Gläser gefüllt haben oder gefüllt wissen. Charakterfoto fragt, wieso macht Rheinhessen so günstige Weine? Also, nicht alle Rheinhessen-Weine sind günstig, aber das meinte ich damit. Die haben eben, sag mal, an der Mosel in den Steillagen muss alles wirklich von Hand passieren. Das heißt, es ist unheimlich arbeitsintensiv, dort Wein zu lesen. Man kann in Rheinhessen deutlich günstiger Wein anbauen, als man das in den meisten, an den meisten Stellen der Mosel machen kann. Das ist damit einfach gemeint. Es ist ein Anbaugebiet mit viel Rebfläche und die können eben auch stellenweise günstigen Wein anbieten. Und ich habe gerade gelesen, Kigali ist dabei und sogar mit Wein. Mit Wein, genau, habe ich auch gesehen. Cheers also, nach Kigali, wie schön. Wahrscheinlich im Urlaubs habe ich das nicht ganz so mitbekommen wie sonst, wer wann sein Paket bestellt hat. Ja, weil scheinbar ist es wieder mal die weiteste Destination dann in Kigali. Immer wieder spannend, ne? Von wo überall die Leute hier bei der Kellerstunde kommen. Für die aber, die neu dabei sind, ja, also... Ihr seht jetzt Jan und Julia hier gerade, die so sprechen, als ob es ganz normal wäre oder ganz selbstverständlich. Liegt daran, wir haben jetzt die 19. Kellerstunde. Die Kellerstunde heißt, ihr habt die Pakete zu Hause, probiert den Wein mit uns, wir erzählen es euch. Und ihr habt immer wieder die Möglichkeit, Comments zu posten, Fragen zu stellen. Wir gehen darauf ein, das habt ihr jetzt ja schon mitbekommen. Das einfach nur nochmal als ganz kleine Erklärung für die, die neu dabei sind. Weil soll es ja auch geben, auch wenn wir so eine massive Community haben, die wir in den letzten anderthalb Jahren da aufgebaut haben, die eigentlich immer alle dabei sind. Und ja, wie gesagt, heute auch extrem viele live. Und da, Julia, das ist auch das Stichwort. Ich würde mal gucken, was Markus sagt, weil da ist die Community, die Gruppe angekommen. Und dann sollten wir auch da mal hinschalten und gucken, wie Markus sich da hinten fühlt. Okay, also setz deine Kopfhörer ein, atme tief durch und dann geht's weiter. Schauen wir, ob es funktioniert. Bis später. Bis später. Ja, tschüss. Ja, also für alle, die jetzt dazugeschaltet haben erst, die etwas später gekommen sind, den ersten Wein haben wir verkostet, die Community haben wir vorgestellt. Jetzt gehen wir zum zweiten Wein über. Das wird der Sauvignon Blanc von der Nase sein. Den könnt ihr schon mal aus eurem Kühlschrank holen. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und dann schalte ich zu Markus, der an einer bekannten Station ist. Der steht heute vor der Schatzkammer. Da freue ich mich sehr drauf. Markus hat wieder geschafft, die Schatzkammer zu filmen und sein Video nicht zu drehen. Oh, das ist nicht nur Markus. Da ist die ganze Community und da ist sogar auch noch jemand, den ich kenne. Grüßt euch. Ja, hi. Sei gegrüßt, Jan. Und ich mache mal hier den Weg frei. Unsere Gäste sind hier jetzt unten angekommen vor der Schatzkammer. Und das ist so lustig. Ich habe da Angst. Einiges schon da oben vorbereitet anscheinend. Das geht dann halt mal, das jetzt aufzuholen.
Ja, wir, also, haben ein bisschen Zeit zu überbrücken, Markus, deswegen mussten wir auch das eine oder andere Glas trinken. Wichtig wäre nur, auch wenn die Leute hinter dir stehen, dass du zu mir sprichst, weil sonst höre ich dich nämlich nicht da unten in den Gewölben. Das Gleiche gilt für deinen Gast, den du jetzt wahrscheinlich vorstellen wirst, aber vorher, Markus, schon mal ein paar Vorschusslorbeeren, wie immer an dieser Stelle. Magrota sagt, Markus ist da, die Community rastet aus. Ja? Dementsprechend Grüße. So, Markus, du hast das Wort. Also vielen Dank und nochmal herzliche Grüße und willkommen vor der berühmten Schatzkammer mit einem Gast, den ich mir besonders gewünscht habe, und zwar der Kreateur, der Winzer, der Macher dieses Weines, den wir jetzt probieren. Der liebe Herr Enk ist bei uns von der Nahe extra heute angereist und das ist natürlich besonders schön. Ich kann mir jetzt eigentlich blauen Abend machen und lass ihn den Wein einfach vorstellen, weil das ist sein Baby und trink einfach mit meinen vielen Freunden hier hinter mir. Und, ja, das kannst du unbedingt machen. Ich glaube auch, alle freuen sich darüber, wenn der Steffen das vorstellt. Also den Steffen, da freue ich mich auch sehr. Ich war vorhin ganz überrascht, als er auf einmal hier vor dem Ratskeller stand. Das hattet ihr mir nicht verraten und ja, die Freude war groß. Steffen habe ich, glaube ich, jetzt vor 12 Jahren kennengelernt ungefähr und dementsprechend immer was mitgesehen, war ja auch oft hier in Bremen. Freue ich mich, gleich was zu hören. Markus, aber du darfst natürlich heute trotzdem nicht zu wenig reden, weil wir haben schon wieder Leute, die erzählen, dass du das wandelnde Lexikon bist und da ist die Markuspedia Community dann auch wieder dabei. Gut, aber Steffen, was hast du in diese Flasche gezaubert? Du bist ja nun wirklich früher als Jungwinzer schon durchgestartet, bist jetzt fest im Sattel und hast geile Produkte gemacht, um es einfach mal so zu sagen. Und was ist das jetzt, was du hier in der Flasche hast? Ja, wir haben im Glas 2020er Sauvignon Blanc, trocken, von unserem Haus. Und den darf ich heute vorstellen. Hab gedacht, komm, ich fahre mal nach Bremen. Ich konnte mal auch so einen Keller putzen oder nach Bremen fahren. Hab ich gedacht, komm, heute Mittag, ich setze mich mal ins Auto und fahre nach Bremen. Und war die richtige Entscheidung. Und wir haben sogar die ganze Familie mitgebracht. Die sind jetzt gerade bei der Kellerführung. Und ja, mal gucken halt, dass der Sohnemann und meine Frau auch mal sieht, was hier im Ratskeller produziert wird. Ja, 2020er Sauvignon Blanc. Richtig schön zum Trinken. Richtig lecker, sehr, sehr gut zum Essen halt auch. Und schöne, frische Noten. Ein bisschen Stachelbeere, ein bisschen mineralische Noten dann halt auch. Der trinkt sich im Moment richtig gut und ist so ein richtig schöner Wein jetzt für den Spätsommer und auch für den Herbst, der jetzt hoffentlich auch bald kommt. Corinna 171 sagt an dieser Stelle, der riecht ja schon mal super gut. Was sind diese Aromen, die da drin sind? Also was ist denn typisch für die Rebsorte, den Sauvignon Blanc, und hast du genau diese Aromen auch erwartet, als du ihn ausgebaut hast? Ja, auf jeden Fall, klar. Also wir wollen das so, genau so, wie er jetzt ist. Das ist so ein absoluter Prototyp für uns, finde ich. Und der 21er ist deutlich anders geworden. Den habt ihr jetzt hier auch schon im Ratskeller. Der kommt bestimmt in ein paar Wochen jetzt auch in Verkauf. Der 21er ist viel grüner und hat mehr Paprika und mehr so ein bisschen grünes Gras. Und der 20er hat halt deutlich mehr Gelbfrucht und ist ein bisschen reifer halt. Das hängt halt am Jahrgang. Der 20er war halt deutlich reifer und den 21er, da hat halt im Sommer ein bisschen weniger, waren weniger Sonnenstunden und deswegen ist der halt etwas grüner. Aber er ist halt einfach nur anders, ja. Und aber der 20er ist echt so, wie wir ihn noch eigentlich haben möchten. Nerd mit Nadel sagt dazu sehr quittig. Quittig ist ja auch schon etwas, was den Wein auch trifft, oder würdest du dem widersprechen? Nein, das ist genau das, was ich ja mit so Gelbfrucht meine halt, ja. Das ist das, was wir uns wünschen eigentlich in den Wein. Und viele Kunden auch erwarten von uns. Das zieht sich eigentlich meistens durch die ganze Kollektion durch. Ja, bei uns in der Community, Steffen, ist es auch so. Also da Corinna Ho sagt, wow, total krasser Wein, ein komplett neues Geschmackserlebnis. Charakterfoto sagt, holla, die Waldfee, was für ein Wein. Und das als Weißer, die ist generell, sagt immer der Rotweinvertreter bei uns hier in den Kellerstunden. Ihr macht mich schwach, sehr lecker. Kerstin Schulz sagt, und wie der schmeckt. Also das heißt, das Feedback ist immens groß. Ich würde mal gerne hinter euch fragen, wie kommt denn der Wein da an? Schmeckt er euch in der Community? Geiles Markus.
Ich höre gerade geiles Zeug. Ja, genau. Steffen, erzähl doch mal was über die Nahe. Wo liegt die Nahe und was macht die Nahe so besonders? Warum hast du Bremen verlassen, als du bei uns hier kurz ein Gastspiel hattest, um zurück an die Nahe zu gehen? Na gut, also so kurz war das Gastspiel gar nicht. Ich war 4 Monate in Urlaub. Ich wollte 3 Monate da bleiben. Dann wurde es noch 1 Monat länger, also es waren 4. Und 2003, aber dann hat dann doch schon der Betrieb hat dann schon gerufen und wir waren noch relativ klein, mittlerweile relativ gewachsen oder ja, doch ganz gut gewachsen, kann man sagen. Aber es war schon immer das Ziel, halt den Familienbetrieb von meinem Vater weiter fortzuführen in der 4. Generation jetzt. Und deswegen natürlich zurück an die Nahe. Und die Nahe hat viele Besonderheiten. Also wir haben nicht viele Rebsorten im Anbau, aber die Böden sind halt prädestiniert für diese 6, 7 Rebsorten, die wir hauptsächlich anbauen. Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Sauvignon Blanc, Kerner, Scheurebe, kann man sagen. Das sind die Hauptrebsorten. Wir machen 98% Weißwein, 2% Rotwein nur. Und das bietet sich an. Natürlich sind wir jetzt auch, der Klimawandel ist natürlich auch in der Nahe angekommen. Es hat bei uns seit 24. Juni nicht mehr geregnet. In Bremen, wenn einer meint, in Bremen ist trocken, dann soll er mal an die Nahe kommen. Da ist es noch ein bisschen schleppiger. Und also in Rheinland-Pfalz ist es wirklich staubtrocken und trotzdem die Reben halten durch. Na, Steffen, ich gehe nochmal auf den Wein ein. Claudia sagt, so fruchtig und sinnlich, das ist es. Das ist ein wirklich sehr sinnlicher Wein, das stimmt. Also man kann ihn wirklich genießen. Und Silke 1899 Bremen sagt, sehr mineralisch, super Wein für den Sommer. Mineralität, Steffen, ist das so ein Steckenpferd auch für dein Haus, dass du Mineralität in deinen Wein haben möchtest, dass du sie mal ein bisschen spritziger auch haben möchtest, oder hast du auch so richtig fette Weine, die breit gehen? Nee, also unsere Weine sind eigentlich durch die Bank sehr mineralisch, weil wir haben halt eher sehr, sehr hohen Steinanteile in unseren Weinbergen drin. Die Böden sind geprägt von Kieselsteinen und ich sage immer, in Rheinhesse hat eigentlich nur 4 Steine im Weinberg, das sind die 4 Grenzsteine und die Nahewense hat halt Millionen von Steine im Weinberg halt, ja. Das macht das halt aus. Somit ist halt die Säure meistens auch noch einen Ticken höher wie in Rheinhessen oder in Baden. Durch diese kargen Böden halt und haben ja aber meistens auch sehr niedrige Erträge, was halt dem Wein auch zugutekommt. Und das zieht sich eigentlich durch die Bank durch. Ja. Steffen, Claudia fragt bei dir im Weingut, gibt es da auch sowas wie Fremdenzimmer? Also kann man bei dir übernachten, wenn man an der Nahe ist? Wir haben nämlich auch viele Weintouristen bei uns in der Community, die immer durch die Anbaugebiete reisen. Ist das bei euch auch möglich oder sagst du, nee, bei uns jetzt nicht, aber wir haben tolle Häuser drumherum und dann könnt ihr bei uns in den Wingert gucken oder in die Winothek? Genau, also wir haben keine Fremdenzimmer, wir konzentrieren uns rein aufs Weingut, aber wir haben ja jetzt dann 2 Söhne. Vielleicht macht der eine ein Hotel und der andere das Weingut, schauen wir mal. Aber wir haben Zimmer natürlich im Dorf. Wir haben ein schönes Gästehaus. Da hast du, glaube ich, auch schon mal gewohnt. Und da kann man Leute unterbringen und deswegen. Aber bitte vorher anmelden, weil wir sind sehr, sehr viel im Weinberg unterwegs. Es ist nicht immer einer im Weingut, sonst steht er vor verschlossenen Türen. Gut, Steffen, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in dein Weingut, für den Wein. EasyNet97 sagt auch vielen Dank an Steffen Enk für die Vorstellung seines Weines, weil bei uns ist es ja nun so, wir haben ja nicht immer die Winzer vor Ort, das ist was ganz Besonderes. Das, wie gesagt, mich freut es sehr, dass du mal wieder da bist und ja, die Überraschung ist gelungen. Markus, ich muss mal das Wort zu dir geben, bevor ich gleich Ärger mit der Community kriege, dass du heute gar nichts sagst, weil du bist ja der die meisten Zeichen aus dem Mund drückt normalerweise bei dieser Kellerstunde. Markus, wenn du diesen Wein trinkst, woran denkst du, was möchtest du dazu essen? Oder was würdest du dazu essen, was wäre so dein Ding? Ja, das ist ganz interessant, weil wir haben, als wir uns eben hier getroffen haben, als die Kellerstunde anfing, haben wir natürlich diesen Wein gleich probiert und sind gleich ins Schwelgen gekommen, was die Rebsorte angeht, was ja, die Art und Weise, wie man den Wein eben halt auch trinken kann. Und ich wurde auch so weinmäßig erzogen, dass man mir immer sagte, wenn du Sauvignon Blanc kaufst, der muss jung getrunken werden. Das ist also ein Wein, den musst du am besten 1-2 Monate nach der Lese schon sozusagen verputzt haben. Und da haben wir beide sind dazu der Meinung gekommen, dass das totaler Quatsch ist, dass eben auch etwas reiferes Sauvignon Blancs
richtig, richtig sexy werden können. Und ich hatte mein Aha-Erlebnis, also in Frankreich, wie kann es auch anders sein, in Burgund. Es war ein Frühstück mit frischen Austern und einem sehr reifen, schönen Sauvignon Blanc. Und seitdem bin ich sozusagen geläutert. Und deswegen, ja, wir haben jetzt hier eine Rebsorte, die ursprünglich aus der Loire kommt. Deswegen eben aus Frankreich. Aber auch relativ früh schon in Deutschland angebaut wurde. Der erste Sauvignon Blanc übrigens wurde in Württemberg angebaut, was mich ganz besonders freut. Ich glaube, wir beide haben uns in Weinsberg kennengelernt. Und das ist die Fachschule für Weintechniker in der Nähe von Heilbronn. Und da ist dann so ein bisschen das Herz natürlich auch für Württemberg noch da. Neben der Nahe natürlich, weil das wirklich ein mega spannendes kleines Anbaugebiet ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wie gesagt, es gibt da eine Art Sauvignon Blanc zu genießen, zum Beispiel mit Käse. Da denke ich an Ziegenkäse, frischen Ziegenkäse. Oder eben zu Sachen, die eben halt aus dem Meer kommen oder aus dem Fluss, auch ganz wunderbar. Es ist aber auch so, dass eben durch diese Vielschichtigkeit, also wir haben ja bei Sauvignon Blanc einmal diese Fruchtkomponente und dann einmal diese etwas grünen Aromen. Und dass das eben auch für mich der absolute Veggie-Wine ist, also das heißt für Vegetarier dieser Welt, der passt wunderbar auch zu Gemüse und ähnlichen Geschichten. Um da vielleicht noch mal kurz drauf einzugehen, es gibt so zwei Parameter bei Sauvignon Blanc. Das eine ist eben diese fruchtige Komponente und dann eben so was Grünes. Und das Grüne kommt von einem Aromavorstoff, das ist die Gruppe der Pyrazin, da gehe ich jetzt wieder nicht mehr drauf ein, der erinnert an zum Beispiel grüne Bohnen, an Gras und Paprika, grüne Paprika. Und das ist dann das, was eben halt, wenn es in dieser Balance ist und nicht so plüschig, dann ist es einfach der perfekte Wein und dann ist es auch der perfekte Begleiter zu einem wunderbaren Essen. Ja, MH Barbecue sagt, Markus, er stimmt dir komplett zu. Also viele, viele Weine werden jung getrunken. Man vergisst dabei ganz oft, dass sie sich noch extrem stark entwickeln können. Steffen, ist das bei euch eine Philosophie, dass ihr die Weine so ausbaut, dass sie wirklich eher jung getrunken werden? Oder hast du auch solche Holzfasscharaktere, die noch liegen sollen? Hast du Weine, die einfach noch ein bisschen auch ein paar Jahre brauchen, bis sie wirklich das Aroma haben, was du dir vorgestellt hast, als du in den Wingert gegangen bist? Ja, also viele Weine von uns werden relativ frisch getrunken, das muss man schon sagen, weil wir sind auch meistens an Weihnachten restlos ausverkauft und dann kommt März, April, kommt meistens auch dann schon der neue Jahrgang. Das ist automatisch so, dass wir wenig Ältere da haben, aber wir achten schon auf Langlebigkeit der Weine, das ist ganz klar. Und wenn ein Kunde von uns die Weine lange liegen lassen will, dann darf er das gerne machen. Bei uns zu Hause werden sie leider nicht so alt, aber mittlerweile haben wir ja auch unsere zwei Söhne, Florian und Felix, und die bauen wir im Holzfass aus, im Stückfass. Und das sind halt sehr, sehr charaktervolle Weine. Florian ist ein Grauburgunder, Felix ist ein Grau-Weiß. 60% Grau, 40% Weißburgunder. Und das sind schon mit die hochwertigsten Burgunderweine von der Nahe, wo wirklich schon viele Preise gewonnen haben. Und das sind dann halt schon absolute Kracher halt, ja. Klingt fantastisch. Markus, es scheint, als ob die Community im Hintergrund, die Live-Zuschauer, heute viel, viel Wein von dir bekommen. Die werden schon feuchtfröhlich. Ich höre sie oft gackern. Ich hoffe, die Gläser sind dort gut gefüllt, so wie bei mir und wie wahrscheinlich auch bei allen zu Hause. Das läuft noch eine. Was? Entschuldigung. Das ist wie ein Wasserfall hier. Ja, ich habe noch zwei Sachen zu dem Essen. Noch einmal Koni Afrika. Wie gesagt, Grüße dorthin. Ruandischer Ziegenkäse geht auch super dazu. Das ist ja auch das, was du im Endeffekt gesagt hast. Solche Geschichten, das ist das, was du dir dazu vorstellst. Das Weber sagt, mariniertes Lamm ist auch grün. Sollte dazu auch passen. Was denkst du? Mariniertes Lamm mit einem leichten Grün, ein grüner Marinade, passt auch gut zu dem Wein. Oder meinst du, das wäre schon zu fett für diesen Wein? Nee, wenn jetzt zum Beispiel das Lamm, was natürlich eine ziemlich starke Eigenaromatik hat, das stimmt. Wenn das zum Beispiel auf dem Grill landet, dann haben wir eben halt diese Aromen von der Holzkohle und
dann ist das sozusagen dieser Fumé-Charakter, den man eben auch bei Sauvignon Blanc findet. Also es gibt eben halt eine Appellation, da heißt der Polyfumé und da gibt es diese Feuersteine. Und das ist dann eben halt auch so ein rauchiger Charakter. Warum nicht einfach mal auch mit einem gegrillten Fleisch ausprobieren, kann ich mir vorstellen. Da gibt es dann ja auch die Brücke mit anderen Geschichten, ein schönes Baguette dazu oder ein bisschen Kartoffeln und ja, warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Markus, die Flasche. Frage ist, was kostet die Flasche? Und ich verbinde sie mit einer anderen Frage. Kann man den Wein auch im Ratskeller kaufen? Ich gehe mal davon aus, dass die Antwort gleich ja sein wird. Aber Silke 1899 Bremen sagt, sie hat sie im Shop irgendwie nicht gefunden. Vielleicht ist sie nicht online, aber bei euch im Stadtweinverkauf und im Weserpark ist sie auf jeden Fall vorrätig. Oder ist der Wein tatsächlich schon ausgetrunken? Weil Steffen sagte vorhin, der neue Jahrgang ist auch schon bei uns angekommen. Ja, wir haben den eigentlich erstmal nur auf Eis gelegt, also reserviert für die Kellerstunde. Und der neue Jahrgang steht schon in den Startlöchern. Aber ich denke mal, wir werden jetzt auch nach der Kellerstunde noch ein paar Flaschen davon übrig haben und dann natürlich auch gerne im Laden vorbeikommen und einfach kaufen. Aber ganz so viel wird es nicht mehr sein. Also ja, dann doch relativ zügig, bitte. Aber Steffen, du sagtest, der neue Jahrgang ist ähnlich gut, oder? Oder vielleicht sogar noch besser. Natürlich, wie immer. Der Jahrgang, den du machst und anpackst, wird wahrscheinlich immer eine Nuance besser. Aber ist trotzdem gut, auf jeden Fall. Also beide Sauvignons Gold prämiert von der Landwirtschaftskammer. Also da ist kein Unterschied, zum Beispiel mal ganz einfach. Aber sie sind von der Typizität her einfach anders, aber trotzdem super spannend. Super interessant, auch vielleicht gegeneinander zu probieren. Markus, bevor du gleich die Community bei dir hinter entlässt, weil sie haben ja noch einen weiten Weg zu der dritten Station, MH Barbecue möchte noch eine Laoda-Welle im Hintergrund sehen. Vielleicht könnt ihr das bei der letzten Station nachher noch einbauen. Das brauchen wir nicht jetzt. Das machen wir bei der letzten Station. Das ist, glaube ich, der Raum perfekt für die Laoda-Welle. Könnt ihr dann ja schon mal einstudieren unterwegs. Noch eine Sache. Sauvignon Blanc, hattest du ja vorhin schon gesagt, kommt ursprünglich aus Frankreich. Ist ja jetzt nicht die deutsche Rebe. Warum hat man angefangen, Weine in Deutschland zu kultivieren, beziehungsweise tat das Not, Weine in Deutschland zu kultivieren? Hat man dadurch die Breite am deutschen Weinbau noch dazu gewonnen oder was war der Sinn dahinter oder der Grund dafür? Das ist ja, bis gleich. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. 1999 hat man schon den ersten Sauvignon Blanc in Deutschland gehabt. Also und Frankreich ist ja auch ein Grenzland zu uns und dieser kulturelle Austausch, warum soll der auch nicht bei Rebsorten stattfinden? Also ich rede kurz mal über den Spätburgunder. Den haben damals schon im Mittelalter die Mönche aus Cluny, aus Frankreich, die Burgund nach in den Schwarzwald, nach Baden gebracht. Also da ist schon einfach ein Austausch, so wie ein gutes Meisterwerk eines Künstlers dann eben halt auch in Frankreich und auch in Deutschland viele Leute gewinnt, die ihn einfach lieben lernen und so ist das zum Glück auch beim Sauvignon Blanc gewesen. Du weißt ja, ich bin nach dem Cremant ist Sauvignon Blanc eine Geschichte, die bei mir nie aus dem Glas wegbleiben darf. Dementsprechend pflichte ich dir da definitiv bei. Ich würde aber sagen, Markus, wir müssen gleich mal schauen, dass wir an die dritte Station kommen. Du kommst da ja noch zu, sodass wir das die Markuspedia heute nicht ganz aus den Augen verlieren. Du wirst sicherlich noch die eine oder andere Weinfloske loswerden können, noch etwas erzählen. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Community bedankt sich wirklich in einer Tour dafür. Sie freut sich sehr, einfach auch mal einen Winzer zu haben, weil es ist natürlich schön, mit uns hier ein bisschen Wein zu trinken, glaube ich. Aber wenn der Winzer selbst da ist, der ja seine Philosophie in die Flasche gebracht hat, ist das natürlich was komplett anderes. Wir können ganz, ganz viel erzählen, aber wenn man den sieht, der hinter dem Produkt steht, ist es immer was Besonderes. Und ihr seht, selbst diese Weingötter sind ganz normale Menschen und dementsprechend, Steffen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir sehen uns bestimmt gleich noch draußen auf dem Ratskellerfest und dann gucken wir an die dritte Station, Markus. Moin und besprechen da alles Weitere. Ich nenne ihn auch den Riesling-Flüsterer. Den Riesling-Flüsterer, das stimmt. Gut, also grüßt euch, da sind wieder alle. Laufen hier wieder durch. Ihr seht, der Ratskeller ist weitläufig, aber wir haben es so, dass man immer mal wieder an der gleichen Stelle vorbeiläuft. Dementsprechend habt ihr auch nochmal die Community gesehen. Markus, du gehst raus, ich schalte zu Julia und wir sehen uns gleich in der dritten Station.
Ja, für alle anderen, die jetzt nicht hier im Ratskeller sind, ich hoffe, ihr habt zu Hause genauso viel Spaß wie alle anderen hier vor Ort. Ich bin immer noch total überfordert damit, dass auf einmal Menschen da sind. Ich kann mich sonst, hatte ich ja vorhin gesagt, immer hinterm Bildschirm verstecken und jetzt stehe ich hier mitten in der Community. Ihr müsst da lang, dann unter der Treppe entlang, also geradeaus einfach, genau, Entschuldigung. Und ja, ich schalte jetzt zu Julia, die ist an der nächsten Station. Da werden wir mal gucken. Das ist eine neue Station, in der wir noch nie waren, auch im Rahmen des Ratskellerfestes. Mal was Neues ausprobieren, haben wir ja gesagt. Nicht nur die Live-Probe, nicht nur neue Stationen und Jan überfordern, sondern auch einfach mal wirklich in die Vollen gehen, Julia in einen dunklen Keller stellen und hinter ihr Menschen aufbarren. Da bist du, Julia. Ich sehe dein Grinsen und ich sehe hinter dir Bewegung, aber man sieht sonst nichts. Dementsprechend wird es mit der Laola wahrscheinlich gleich auch etwas schwerer. Ja, dann machen wir die Laola gleich oben auf dem Ratskeller fest, weil mein Glas steht unten. Und dann im Licht und dann gucken alle noch erstaunter. Oder ich mache hier einfach mein Ringlicht, das ich jetzt hier habe, damit man mich überhaupt sehen kann, hier im Rosekeller. Das mache ich sonst einfach ein bisschen heller und dann kann man vielleicht auch die Laola-Welle sehen. Ja, im Moment leider nicht. Also ich denke, das verschieben wir ans Ende. Vielleicht geht ihr auch nachher einfach gemeinsam raus oder wie auch immer. Wir schicken die Laola vielleicht auch einfach als kleinen Post hinterher, damit MH Barbecue auch zufrieden ist. Ich glaube aber auch, die meisten zu Hause sind nicht da, um Laola-Wellen zu sehen, sondern sie möchten heute Wein probieren und der ein oder andere, ich muss mal kurz gucken, hier ist er. Seid ihr, habt ihr euch verlaufen? Ja. Nee, in die Rose müsst ihr gehen. Irgendjemand irrte da noch rum. Irgendjemand irrte da rum. Genau, Rosekeller ist die Zieldestination, habe ich gerade mitgeteilt. Deswegen habe ich schon verraten, Julia, du stehst an einer neuen Station heute und das ist der Rosekeller. Was heißt denn Rosekeller? Genau, wir sind jetzt hier im Rose- und Apostelkeller. Also unsere Community ist gerade durch den Apostelkeller reingekommen und wir stehen hier im Rosekeller. Und das ist ein ganz besonderer Kellerraum. Und ich habe auch so dieses Aha-Erlebnis bei allen irgendwie gehört und gesehen, weil wenn man hier reinkommt, es kommt einem sofort dieser Duft in die Nase. Wir sind jetzt nämlich hier in diesem Kellerraum und hier liegen die ganz alten Weine. Also hier haben wir eben die Weine aus dem 17. und 18. Jahrhundert liegen und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und man hört natürlich auch, ne, die Akustik ist hier besonders, es heilt so ein bisschen, es wispert im Hintergrund und ist auf jeden Fall jedes Mal, wenn man diesen Raum betritt, also ich meine, du weißt es ja selber, auch für uns, immer so ein Moment, wo man denkt, oh, Wahnsinn. Also, wir haben hier eine ganz große Sammlung alter Weine liegen und das ist schon was Besonderes. Und das ist eben auch für die UNESCO war das natürlich auch so, dass sie gesagt haben, boah, Wahnsinn, das ist ein Wahnsinnsschatz, der hier liegt. Und wir haben hier, die Community steht gerade gesammelt davor, den ältesten Fasswein Deutschlands, einen 1653er aus Rüdesheim. Also das ist eben wirklich was ganz Besonderes und zeigt auch einfach nochmal die Stellung von Bremen in der Weinwelt, dass der älteste Fasswein hier bei uns in Bremen liegt und eben nicht an der Nahe zum Beispiel. Julia, bevor wir jetzt zu viel über den Raum sagen, bevor wir zu viel über den Wein sagen, erstmal wurde gerade gesagt, schön, dass du da bist, Juli, das ist dementsprechend wahrscheinlich bekannt. Aber man sagte auch, Riesling kann nur eine vorstellen. Damit ging es im Endeffekt an den dritten Wein schon mal. Kleiner Spoiler, dass es ein Riesling ist. Und ich denke, wir müssen diesen Riesling jetzt auch vorstellen, weil es wurde gerade eben geschrieben von Claudi A. Julia, gib uns den Riesling. Also die Community zu Hause hat es ja nicht so gut wie wir, dass in einer Tour was nachgeschenkt wird, sondern sie haben ihre Flasche und wahrscheinlich auch schon einiges davon getrunken. Dementsprechend müssen wir ihn jetzt unbedingt vorstellen, dass wir ihn auch noch gemeinsam zumindest die letzten Gläser da verkosten können, sodass wir danach ein bisschen auf Raum und Community eingehen. Unbedingt. Also, wir sind jetzt geografisch von Rheinhessen über die Nahe an die Mosel gegangen. Mosel-Riesling. Also, ich meine, die Community kennt mich mittlerweile auch schon so ein bisschen. Riesling ist meins und Mosel natürlich auch. Und wir haben jetzt hier
einen feinen Herrn Riesling von der Mosel, vom Weingut Rauen, und zwar den Detzimer Maximiner Klosterleih, ein Riesling Alte Reben. Alte Reben, da haben wir dann wieder dieses Phänomen wenig Ertrag, aber der Ertrag, den wir haben, der ist umso intensiver. Und wenn wir hier die Nase reinhalten, ich finde, da kommt einem schon unheimlich viel entgegen. Also wir können ganz viel schon über die Nase, über den Wein erfahren. Oh, da kommt auch mal Küß dazu. Ich finde, man hat an erster Stelle wirklich die Schiefernoten. Also für mich riecht es ja immer so ein bisschen nach zu Hause, wenn man an so einem Tag wie heute, wo es unheimlich warm war, und dann gibt es so ein Gewitter und der Regen fällt auf die nassen Schiefersteine. Das kommt hier definitiv wunderschön durch bei diesem Wein. Ja, wenn man dann nochmal reinriecht, finde ich, hat man so ein bisschen Zitrusnoten. Man hat so einen Hauch Exotik, aber eben vor allem Zitrusaprikose. Und ich finde, es macht unheimlich viel Spaß, da schon so reinzuriechen. So ein Hauch kräuterige Würze kommt da noch durch. Marcus, die Flasche steht unten, greif zu. Und hier haben wir jetzt wieder dieses Phänomen. Es ist ein feinherber Riesling, aber wir haben in keinster Weise, hat man hier das Gefühl, dass der Wein süß ist, dass die Süße aufdringlich ist. Süße und Säure, die spielen hier richtig schön miteinander. Der Wein hat fast so ein bisschen zarten Schmelz und ja, wie ich finde, ist das ein richtig schöner Abschluss für diese Kellerstunde. Das ist total strange. So, bei dir ist die ganze Zeit Gemurmel im Hintergrund. Man sieht niemanden, man sieht euch beide, man hört nur dieses Murmeln. Und man sieht dieses Kerzenlicht. Das ist eine sehr, sehr spannende Atmosphäre da bei euch gerade oben im Rosekeller. Von mir aus tatsächlich oben im Rosekeller, auch wenn es komisch klingt, wenn man über den Keller spricht, der oben ist. Julia, diese alten Reben hast du gesagt. Was heißt denn alte Reben? Also bei alte Reben, da geht es dann darum, dass die Rebstöcke, die sind dann schon so ein bisschen älter, der Ertrag, der wird über die Jahre geringer. Also wir sprechen bei alten Reben zum Beispiel über einen Rebstock, sagen wir mal, der 40 Jahre alt ist, der hat nur noch wenig Ertrag. Das heißt, das, was wir sonst bei jungen Rebstöcken sehen, dass die Traube, die ist voller Beeren und ist so richtig voll, das haben wir bei einem alten Rebstock nicht mehr. Dafür haben wir da aber den Effekt, dass das, was da noch dranhängt, wird zum einen besser versorgt, weil die Wurzeln müssen weniger Beeren versorgen. Und zum anderen bekommt jede einzelne Beere viel mehr Sonnenlicht ab. Und dadurch können die eben auch nochmal anders reifen. Also es ist ganz lockerbeerig. Wir haben weniger das Problem oftmals von Fäulnis in so ein bisschen feuchteren Jahren wie 2021 ja auch, weil eben genügend Luftzirkulation dazwischen ist. Das Monster ist, weil das ist hier so ein bisschen wie in einem Bienenschwarm. Ja, man hört so ein leichtes Summen, so ein leichtes Murmeln, das ist schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, das Geile daran ist einfach, man sieht sonst nichts außer euch beide und diese zwei Kerzen da hinten und dann dieses Brummen, Murmeln. Wahnsinn. Ist auch ansonsten, also ich bin ein bisschen verwundert, weil ansonsten, wenn man hier reingeht, herrscht immer so andächtige Stille. Ja, du weißt ja, unsere Community war noch nie still. Wir sind immer Frage- und Rede bedürftig, dementsprechend war das auch abzusehen. Und wie gesagt, wir haben auch wahrscheinlich den einen oder anderen Wein etwas mehr ausgeschenkt, sodass die Zunge dann auch etwas lockerer wird. Lindelein 1 hat eine Nacht im Rosekeller, das wäre schön. Danke für eure Kühe. Das wird wahrscheinlich nicht. Eine Nacht im Rosekeller, das wäre wirklich schön und danke für eure Mühe. Ich glaube leider, Lindelein, das wird nicht passieren. Aber vor allem, was den Wein betrifft, ist in der Community einiges los. Was sagt, toller Wein, wieder geile Weine ausgesucht, sehr, sehr dicht. MH Barbecue hat gerade eben gesagt, oh, ganz großartig, ich habe gerade einen Rohmilch-Camembert dazu und gleich kommt noch der Blauschimmelkäse aus dem Kühlschrank geholt. Das ist auch das im Endeffekt, Julia, das ist ja so dein Ding, ne? Also so Riesling, alte Reben, volle Weine, einen schönen Käse dazu. Da würdest du auf den Zug aufspringen oder was würdest du speisentechnisch da? Ich bin total mit dabei. Also, wobei, wir können auch den Kreis schließen und sagen, trinkt diesen Wein irgendwie zu einem Flammkuchen. Ich finde, das ist eben auch so das Schöne, dass so ein Feinherber Riesling wie dieser hier, dass er auf jeden Fall
vielfältig einsetzbar ist. Man kann ihn zum Käse, man kann aber eben auch zu leichteren Speisen einfach so trinken. Man könnte ihn auch zu einem nicht ganz so süßen Dessert. Also da bin ich auch total dabei, weil man auch ganz toll dazu. Also ich finde, feinherber Riesling ist irgendwie ein schöner Allrounder, oder? Ich setze mich einfach an die Weser, Sonnenuntergang und fertig ist. Riesling, Sonnenuntergang, Markus. Perfekter Abend. Ich finde auch, das klingt fantastisch. Ich weiß, das ist immer so ein unbeliebter Part, aber ich habe es ein paar Mal gelesen, dass es um die Preise von den Weinen ging. Und wir haben sie bisher noch gar nicht genannt, ne? Das stimmt. Ich hatte vorhin einmal bei Markus gefragt, habe dann beschlossen, dann, nachdem er mich ignoriert hat, ich werde am Ende einfach alle Weine einmal runterrattern. Würde sagen, wir beginnen mit dem Rosé, gehen zum zweiten Wein über den dritten, einfach nur, dass wir die Preise genannt haben, weil alle, die jetzt nicht das erste Mal dabei sind, ihr wisst ja, wir sind nicht unbedingt die Verkaufsveranstaltung, sondern wir haben irgendwie Lust, mit euch Wein zu probieren. Aber natürlich ist das eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Also, ihr beiden, Julia, wir fangen beim ersten Wein an. Was kostet der Rosé, den wir eben probiert haben? 9,80 €. Markus, jetzt zu dir. Nahe, der Wein, den Stemm vorgestellt hat. Was ich weiß es halt nicht, deswegen habe ich auf Julia gewartet. 10,95 €. Danke. Gut, und dann haben wir den letzten, das ist der Riesling Feinherb, die alten Reben, Julia. Was? 9,20 €. So, dann haben wir den Part auch abgefrühstückt. Alle Weine gibt es bei uns normalerweise online oder im Shoppensteen oder im Weserpark, bis auf den Sauvignon Blanc, den wir reserviert haben. Das hatte Markus ja eben gerade gesagt. Ein paar Flaschen werden, denke ich, noch freigegeben werden nach der Kellerstunde. Und ansonsten kommt der neue Jahrgang da definitiv auch ins Glas. Die unbedingt haben möchten, den Sauvignon Blanc, aber aus Gründen, weil sie eben nicht in Bremen sind, es nicht schaffen, in den Laden zu gehen. Ihr schreibt uns irgendwie eine Nachricht, das kriegen wir auch so alles hin. Das nur so viel dazu gesagt. Wir wollen hier niemanden diskriminieren, bloß weil er nicht in Bremen wohnt. Gerade eben wurde noch die Frage gestellt, oder beziehungsweise die Frage, es wurde gesagt, die Kellerstunde muss definitiv länger sein als eine Stunde. Das haben wir ja auch schon oft gesagt, aber ich glaube, genau dieses Format mit dieser Kellerstunde, mit dieser Stunde ist das, was es auch irgendwie ausmacht, bevor es langweilig wird. Man zielt darauf hin, dass es ja schon fast wieder vorbei ist. Wir haben aber auch noch ein paar Minuten, also keine Sorge, wir werden jetzt nicht vorher abbrechen. Also entspannt euch, trinkt noch eure weiteren Gläser, die ihr in der Flasche habt, weiter und wir werden noch ein bisschen philosophieren über Wein. Markus hat wenig gesagt, Julia hatte heute auch draußen gar nicht so viel Chancen, ganz, ganz viel zu sagen. Also stellt noch ein paar Fragen, wenn ihr möchtet, haut sie noch raus und wir beantworten sie sehr, sehr gerne. Aber ich würde, Julia, bevor wir jetzt zu Weinfragen kommen, noch einmal zum Rosekeller kommen. Da warst du ja eben gerade, du hattest gesagt, da liegt ein 1653er Wein. 1653, was ist denn das? Das ist ja die meistgestellte Frage wahrscheinlich. Ist das ein Weißwein? Ist das ein Rotwein? Ich mir das vorstellen? Man kann davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich ein großer Anteil davon Riesling ist, klar. Aber man hat eben zu dieser Zeit noch nicht so gelesen, wie wir das jetzt heute haben. Damals hatte man noch nicht ein Detzmer, Maximina, Klosterlei, Riesling, Alte Reben, Feinherb, sondern das war dann eher so dieser stilgemischter Satz, wie man das, es gibt ja, das ist eben einfach das, wie man es früher gemacht hat. Da hat man noch nicht ganz so genau in den meisten Weingütern geguckt, dass man da so auf Einzellagen geht und auf einzelne Rebsorten geht. Es ist natürlich ein Wein von unfassbarem Wert, wahnsinnig rar. Der wurde bis vor einigen Jahren immer noch mal ausgeschenkt, wenn wichtige Staatsbesucher in Bremen waren zum Beispiel, die haben ein Schlückchen bekommen. Der Bürgermeister durfte zum Amtsantritt ein Schlückchen davon probieren. Aber auch im Sinne von UNESCO-Welterbe, dass man gesagt hat, das ist eben nicht einfach nur ein Wein, das ist kein Lebensmittel, sondern das ist tatsächlich ein Kulturgut, was hier liegt. Und man hat sich darauf verständigt, dass die Weine hier, also alle, die sich hier in den Fässern liegen, nicht mehr ausgeschenkt werden. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Raum. Und da komme ich zu der Frage von Esinet 97. Kann man den Rosekeller auch besichtigen? Das kann man. Vielleicht möchte Markus was sagen dazu. Dafür gibt es ganz wunderbare Kellerführung. Am besten sogar noch dieses Wochenende. Da finden rund um die Uhr tolle Führungen statt, die dann eben im Finale natürlich in diesen wunderbaren beiden Räumen sozusagen enden. Also es gibt ja den Rosekeller und den Apostelkeller. Und ich normalerweise bin ja auch recht oft hier, habe immer wieder
ich kriege das Kribbeln, wenn ich allein schon vor der Tür vorne in der Gastronomie stehe. Da kommt dann so ein Schwall an Aromen von dem Wein, der hier eben halt liegt, schon einem entgegen. Und dann macht man die Tür auf. Und dann ist es eben normalerweise wie in einer Kathedrale. Man kommt einfach runter. Das ist eine Atmosphäre, die einen wirklich unheimlich begeistert. Eben, weil man mit allen Sinnen hier einfach auch genießt. Man riecht, man sieht und man hat eben halt eben alle Sinneseindrücke sozusagen eben halt dann in diesem Ort. Und das ist das Schöne an der Sache. Und deswegen ja, kann ich euch nur ermutigen, Kellerführung im Bremer Ratskeller, tolle Sache. Ja, Arni aus Oldenburg oder aus OL kommt da mal eben auf meine Agenda, weil Arni aus OL hat gerade geschrieben, er kannte die Kellerstunde vorher nicht und ist das erste Mal dabei und wird dabei bleiben. Also herzlich willkommen an den Neuen in der Community. Schön, dass es dir gefallen hat beim allerersten Mal hier. Ja, aber da würde ich ganz gerne mal eben ganz kurz auch an die Community hinter euch geben. Wie hat es euch denn gefallen, mal nicht von zu Hause zu gucken, sondern wie war es denn für euch, einfach mal live vor Ort zu sein und den Wein dort zu verkosten? Community, das geht an euch. Wie war's? Das klingt sehr, sehr gut. Ja. Das war doch zumindest eine akustische Laola, oder? Genau, eine akustische Laola war es. Ich glaube, wir sollten auch die eine oder andere Kellerstunde vielleicht zum Jubiläum oder sonstiges nochmal wieder live machen. Ist ganz spannend. Da arbeiten wir, denke ich, im Hintergrund nochmal ein bisschen dran. Aber Arni aus OL, von dir kam es gerade. Wir werden definitiv noch mehrere Kellerstunden machen, sodass du auch immer wieder dabei sein kannst. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen in der Community. Julia, dann kam gerade die Frage, wann ist denn der nächste Termin? Ja, das ist eine gute Frage. Jan, wir müssen uns gleich noch dringend unterhalten. Ja, ich hatte nämlich gerade, als ich gelesen habe, gedacht, Julia hat mir gar nicht mitgeteilt, wann ich das nächste Mal hier sein muss. Wir haben es tatsächlich diesmal vorher gar nicht abgesprochen. Wir werden das nachreichen. Tut uns sehr leid. Kam ein bisschen was dazwischen. Wir hatten diesmal ein bisschen weniger Zeit zum Vorbereiten, aufgrund unseres Urlaubs natürlich. Nicht, dass wir Stress haben im Leben, sondern wir hatten zu viel Urlaub und dementsprechend hatten wir noch nicht die Möglichkeit, einen neuen Termin rauszusuchen mit allen Beteiligten. Julia, es kam gerade noch die Frage, wer das alles im Hintergrund ist. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wir das jetzt alles aufschlüsseln können. Das können wir vielleicht gleich mit der Community draußen nochmal machen. Wenn wir diese Laola nachreichen, vielleicht können wir dann die Leute darauf verlinken oder in die Comments schreiben oder sonstiges, weil jetzt alle Leute, die 20, 22 Leute, die hier unten sind, alle vorzustellen, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das kriegen wir, denke ich, nicht unbedingt hin. Aber ihr werdet euch was überlegen bei dem Weg nach oben. Und dann noch eine Sache von meiner Seite, bevor ich zu meinem üblichen Part an dieser Stelle komme. Wir haben ja ein paar neue Stationen heute gehabt. Wir hatten diese Live-Führung und das alles im Rahmen des Ratskellerfestes. Ja, das Ratskellerfest ist ein Fest, was wir schon 2017 mal gemacht haben. Dann mussten wir ein Jahr pausieren wegen der Baustelle. Dann haben wir es wieder gemacht, dann kam Corona. Jetzt haben wir das dritte Mal wieder begonnen und hoffen, dass es jetzt dann jährlich stattfinden kann. Also der Neustart eines Festes, was schon zweimal stattgefunden hat, zwischen Stadtmusikanten und ja Eingang, Laden, Shoppenstil sozusagen, stehen ein paar Buden. Da steht eine Cocktailbar vom Blauen Fasan, da steht der Burger von Glutrausch, da stehen Weinzelte vom Bremer Ratskeller. Man kann wunderbar verweilen und es gibt Bühnenprogramm. Heute Abend, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, ist auch noch Live-Musik vom Club Volcano von 20 bis 22.30 Uhr. Morgen ist es dann so, dass drumherum Kellerführungen stattfinden, das Kellerkicken. Morgen gibt es ein Open-Air-Wine-Tasting. Dann haben wir noch wieder die Drink-Pink-Kellerführung, die neu ist im Endeffekt. Das ist alles dabei. Wir haben abends noch DJ Schumi. Also es ist alles Mögliche. Es sind nicht die großen Namen. Dafür sind wir ja nun auch in unserem Kellerstundenformat auch bekannt. Wir hauen jetzt nicht immer direkt mit irgendwelchen Promis oder großen Events um die Ecke, sondern wir möchten es einfach irgendwie so von der Basis heraus machen. Und so ist auch das Ratskellerfest, das lädt zum Verweilen ein. Man kann gut essen, man kann gut trinken. Schaut einfach mal vorbei. Der Kollege Stefan hat sich da ganz, ganz viel Mühe gegeben, mit ganz vielen anderen Kollegen das aufzubauen. Also da würde ich mich ganz persönlich freuen. Das war einfach nochmal ein kleiner Ruf von mir für dieses Fest an dieser Stelle. Ich weiß, Werbung wollen wir eigentlich nicht machen, aber in diesem Fall ist es irgendwie was Besonderes und da wollte ich es mal loswerden. Machen wir übrigens noch eine Präsentation noch auf der Bühne. Also Christian Hirsch, wir hatten schon mal den Rot und Wild, wir hatten auch den Rosé Siani schon in der Kellerstunde. Also Christian Hirsch ist morgen auf jeden Fall auch hier beim Ratskellerfest, geht mit mir einmal auf die Bühne und ist dann
auch bei der Kellerführung unten mit dabei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere in den nächsten Tagen hier noch vorbeikommt. Und ansonsten hoffen wir doch sehr, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Ratskellerfest geben wird, wo wir dann vielleicht auch die Gäste von weiter her sehen werden. Genau, Claudia hat auch gerade gesagt, sie würde sich Urlaub nehmen, wenn es jährlich ist. Wir informieren nächstes Jahr auf jeden Fall frühzeitig. Dieses Jahr war es natürlich auch so, wir mussten immer abwarten, können wir ein Fest machen oder nicht. Dementsprechend war die Werbetrommel etwas kleiner. Im nächsten Jahr werden wir mit Sicherheit schon etwas früher an den Start gehen und sagen, dass das Ratskellerfest ist. Ich glaube, wir würden das auch, egal ob es gerade passt oder nicht, im zeitlichen Ablauf irgendwie wieder in die Kellerstunde einbinden, denke ich mal. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, das kam für uns alle drei ganz gut an, weil wir danach auch noch zusammen ein Gläschen Wein draußen trinken können. Und ja, jetzt kommt mein Part wie immer an dieser Stelle, weil die Stunde ist rum. Ich sage danke, danke an den Versand, dass wieder alle Pakete rechtzeitig angekommen sind. Danke an das Marktcom-Team, die diese Veranstaltung gut beworben haben. Danke an das Social-Media-Team, die ganz viel getan haben. Das ist meistens tatsächlich Julia, muss ich sagen. Aber vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an Markus, Julia, Markus, Thomas, etc., die diese Weine wieder zusammengestellt haben. An dieser Stelle auch nochmal danke an Steffen Enk, dass er heute da war. Ja, danke an den Keller, der alles gepackt hat. Danke, danke, danke für alles, wie immer. Und danke vor allem an die Community, dass ihr immer dabei seid. Und an die, die live dabei waren. Ja. Warte. Ein großes Danke muss bitte auch noch dieses Mal an die IT gehen, die es möglich gemacht hat, ja, dass wir sowohl an der Stelle, wo du jetzt stehst, als auch an der Stelle, wo wir jetzt stehen, ein so bombastisches WLAN haben. Ja, witzigerweise war das auf meiner Agenda. Ich habe den Router schon in der Hand und wollte sagen, vielen Dank an die IT, dass ich auch mal hier an einer neuen Stelle stehen durfte und nicht immer an den gleichen Orten und dass wir auch den Rosekeller zeigen konnten, draußen etwas machen konnten. Ja, an dieser Stelle wie immer, danke an alle. Mein Name ist Jan, ich bin für heute raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ihr beiden habt das letzte Wort. Wir sehen uns gleich. Bis später. Tschüss und vielen Dank. Grüße an alle. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao.